keiner was tut. Alles ist fein, ob groß oder klein. Alles ist nichtig, alles ist wichtig, alles ist falsch und alles ist richtig. Das Wort verweilt ganz still in der Labertasche, weil es nie was gesagt hat. Sein feiert sich allein, weil es nur allein das Sein ist. Nur Sein allein, kein zweites Sein. Drum feiert es allein, es zelebriert sich selbst in jedem Moment. Es kennt kein Ende, es kennt kein Ende. Und der Anfang ist auch nicht gefunden worden. Denn es sucht keiner nach dem Anfang. Der, der nach dem scheinbaren Anfang sucht. Wer soll das sein? Ein Wissenschaftler, der die Urteilknalltheorie ergründen will. Wo ist er? Wo ist er? Der Wissenschaftler. Wer ist er? Wer ist er? Der Wissenschaftler. Untersuch ihn mal genau, den Wissenschaftler. Ja, er schafft zwar Wissen, aber er weiß nicht, wer er ist. Du schaust in ihn rein und du siehst Moleküle, Zwischenräume, Quarks und noch kleiner Oktiquarks und Bektiquarks. Dann willst du seinen Geist finden. Wo ist der Geist vom Wissenschaftler? Wo ist das Bewusstsein vom Wissenschaftler? Und dann gibt es auch noch Wissenschaftler, die wollen wissen, was das Bewusstsein ist. Was ist Bewusstsein? Doch keiner ist zum Schluss gekommen, keiner weiß, was es ist, denn das Bewusstsein will sich selber finden, doch es sucht nach sich und kann sich nicht finden, weil es selbst das Gesuchte ist und es keinen Abstand zu sich selbst hat, um sich je zu sehen oder zu finden. Bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla.